Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So, ihr seht, was wir heute bauen wollen und das ist Itchy und Scratchy Studios. Ich habe es ja in der letzten Folge ja mal angedeutet, dass wir es bauen wollen und ich habe nicht geblufft, wir bauen es wirklich. Ich habe auch Bock drauf, das zu bauen und daher machen wir das jetzt auch. Ja, heute in dieser Folge machen wir jedenfalls von Itchy und Scratchy Studios das Hauptgebäude vorne. Das wollen wir machen und das ist, sag ich mal, ein bisschen viel Arbeit. Ich habe uns schon so viel wie es geht vorbereitet, was wir machen müssen. Ihr seht schon, ne? So, ich würde mal sagen, wir zeichnen uns das alles erstmal an. Dafür gehen wir auch erstmal an unsere Kiste ran. Gucken mal, was wir alles heute brauchen. So. Also, heute brauchen wir für unser Hauptgebäude Eichenbretter, weißer Ton, dunkle Eichenholztreppe, davon die Stufe, dann graue Wolle, dann nochmal Eichen, ja, dunkle Eichenblöcke, dann ein Geschwindigkeitstrank, den nuckel ich jetzt schon. Dennoch Guanes Buntglas. Wer kein Buntglas mag, der kann auch gerne Blöcke nehmen. Dann noch Dschungelzaun und das war's. So, wir fangen an, einfach mal gesagt, mit weißer Ton. Wir fliegen jetzt an irgendeine Stelle. Bevor wir jetzt aber anfangen, gebe ich den kleinen Tipp. Das wird nicht nur dieses eine große Gebäude. Daneben kommt noch, ich spoilere jetzt ein bisschen, daneben kommt noch ein Gebäude, ne? Das seht ihr noch nicht, aber das kommt hier noch irgendwann mal hin. Ne? Das wird ja dann später nochmal abgerissen, wenn wir das bauen hier an der Seite. Und dahinter, fliegen wir nochmal dahinter. Und dahinter, ihr seht schon, hier auf der großen Fläche kommt auch nochmal ein Gebäude. Also achtet bitte drauf, wenn ihr jetzt das anfangt zu bauen, dass ihr genug Platz habt an den Seiten wie hinten. So, wenn ihr das habt, dann können wir jetzt anfangen. So, wir fangen einfach an mit weißer Ton. Wir platzieren jetzt irgendwo, wo wir wollen und machen uns erstmal hier so einen Pfeil hin. Ne? So. So eine Spitze. So, wenn wir das haben, nehmen wir erstmal unsere Eichenbretter und ziehen jetzt einfach an den Seiten immer 1, 2, 3, 4. Ne? Dann lassen wir drei Blöcke frei, setzen wieder 1, 2, 3, 4. 3 freilassen, 1, 2, 3, 4. 3 freilassen, 1, 2, 3, 4. 3 freilassen, dann wieder 1, 2, 3, 4 setzen. 3 freilassen, 4 setzen, 3 freilassen, 4 setzen, 3 freilassen, 4 setzen. Und weißer Ton. So, und jetzt nochmal für die langsamen. Also, wir fangen an ja mit dieser weißen Tonecke. Denn 1 Vierer, 2 Vierer, 3 Vierer, 5, 6, 7, 8, 9, habe ich mir jetzt erzählt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 mal Vierer setzen. Und dazwischen immer drei Abstände lassen. Ne? Wenn wir das haben, gehen wir jetzt einfach so, dass es nach hinten geht. Ne? Und da setzen wir dann wieder ein Vierer, drei freilassen, 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 wieder ein Vierer, drei freilassen und wieder ein Vierer. Und dann weißer Ton. Das heißt, wie viel mal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 6 mal Vierer setzen, ne? So. Dann geht es jetzt wieder zack in die gleiche Richtung, wie wir vorhin angefangen haben. Da setzen wir genauso viele wie da. Das heißt dann. 1 Vierer, 2 Vierer, 3 Vierer, 5 Vierer, 6 Vierer, 7 Vierer, 8 Vierer, 9 Vierer. Habe ich mich doch verzählt? 9? Jetzt will ich es aber genau wissen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä? Nee, 4. Verzählt. Also 8. Doch richtig. So. Wenn wir das hier 8 mal gesetzt haben, geht es dann hier wieder so nach vorne und zwar dann. Hier waren es ja dann 6 mal hier die Vierer, ne? Und immer dazwischen 3 freilassen. So, super. Wenn wir das haben, ne? Sollten wir haben. Also an den Seiten 6 mal Vierer setzen, ne? Und vorne halt 8 mal Vierer setzen. Und dazwischen immer 3 freilassen. Genau. Ja. So, wenn wir das haben, fangen wir an, das jetzt erstmal hochzuziehen. Also die Vierer ziehen wir jetzt alle hoch und zwar auf eine Höhe von den zählen wir jetzt einfach mal, das heißt den unteren zählen wir jetzt nicht mit, oder doch, wollen wir den mitzählen? Den zählen wir mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
42. 42 Blöcke nach oben bitte einmal ziehen. So, ich trinke nochmal einen Geschwindigkeitstrank. Das machen wir überall, wo wir jetzt die Eichenbretter hingesetzt haben, ziehen wir alles jetzt erstmal, ja, 42 Blöcke nach oben, ne? So. Ich habe mir das ja schon vorbereitet, das heißt, wir machen jetzt... Ihr könnt jetzt einen Cut machen jetzt, also sag mal anhalten das Video, oder ihr guckt das euch noch ein bisschen an, weil es gibt jetzt noch eine weitere Information unten. Und zwar, entweder zieht ihr das jetzt alles schon hoch auf 42 oder macht erst ein auf 42 hoch. Merkt euch das erstmal. Danach, wenn ihr das habt, geht's einfach unten los. Und zwar ziehen wir jetzt alles unten einmal lang. Ne, also ihr müsst das jetzt einmal so hoch. Und zwar verbinden wir erstmal unten alles. Erstmal unten alles verbinden. Da wäre es am besten, wenn ihr euch das ja vorher noch markiert, wo ihr die Vierer hin habt. Ansonsten müsstet ihr dann später nochmal zählen. Ne? Also nicht vergessen, euch das zu markieren. Wo es denn nach oben geht. So. Ziehen wir alles mal hier lang. Super. Wenn wir das einmal rum haben, fangen wir einfach immer auf jeder Seite an. So einzeln an. Das heißt jetzt einfach, da wo wir die Eichen haben, ziehen wir das Ganze jetzt nochmal fünfmal hoch, dass wir sechsmal unten halt geschlossen haben. Erst danach geht es dann halt gespalten los. Ne? Also von daher, entweder zieht euch das gleich hoch oder ihr macht unten erst sechs und dann zieht euch das so hoch. So, jetzt kommt schon die dritte Schicht drauf. Dann die vierte. Oh, dann kommt die fünfte. Haben wir jetzt 5, genau. Und dann machen wir noch eine sechste Schicht. So, wenn wir das haben, geht es dann so gespalten weiter, dass wir halt dann immer noch diese drei Abstände haben. Ne? Das Ganze machen wir jetzt erstmal auf jeder Seite. Ne? Das könnt ihr auch entweder so machen, ne? Das überlasse ich euch, wie ihr vorgeht. So, ich ziehe mir das jetzt auch erstmal hier an den Seiten lang. Ne? Immer unten. Unten mal 6 und danach geht es dann halt diese Spalten hoch. So, jetzt haben wir hier 3, jetzt kommt die vierte. Itchy und Quetchy Studios. Ist aber auch kurios, ne? In der Zeichentrickserie produzieren sie Zeichentrickserie, ne? Das ist ja mysteriös. Aber ich gucke die echt gerne bei den Simpsons. Auch wenn die immer so läuft, finde ich immer, die hat schon irgendwas, ne? Mit der Katze und mit der Maus, ne? Oh, jetzt hier die sechste Schicht. Die erinnert mich aber ein bisschen an eine andere Zeichentrickserie, und zwar an Tom und Jerry. Kennt ihr die? Tom und Jerry. Jerry. Ist ja auch schon eine alte Zeichentrickserie. Da hat er auch so eine Katze und Maus gejagt, ne? Nur bei Itchy und Quetchy ist es ja meistens andersrum, dass die Maus die Katze jagt. So, hier auf jeder Seite unten natürlich... sechsmal, ne? Überall ringsrum. So. Haben wir jetzt hier sechsmal? Ja, ne? Ne, fünfmal? Ne, also noch einmal. Ich trinke nochmal einen Geschwindigkeitstrank. Sehr schön. So, dann machen wir hinten noch und dann geht schon weiter. Die Ecken, wo wir den weißen Ton hingesetzt haben, da ziehen wir noch nichts erstmal hoch. Das lassen wir erstmal so frei. Ne, also hier nicht den, ja, noch nicht die Eichenbretter da raufziehen. Ne? Das noch nicht. So, ziehen wir das erstmal hier mal fertig. Jetzt haben wir die vierte Schicht. Kommt die fünfte. Und
Und nun noch die sechste und dann geht's gleich weiter. So. Super, jetzt haben wir unten, ne? So eine Sechserwand, ne? Und danach geht es dann halt so, wie wir uns das markiert haben, weiter nach oben, ne? So, das müssten wir jetzt erstmal auf jeder Seite haben. Das heißt jetzt erstmal Video anhalten, Leute, und erstmal alles hochziehen. Ne? Das ist heute Hauptsache Massenarbeit, was wir heute machen. Alles schön hochziehen. So, wenn ihr das habt, ich will mal davon aus, dass es jetzt soweit ist, nehmen wir unseren weißen Ton und gehen jetzt zu den Ecken. Das heißt, da hier an der Spitze, das Ganze ziehen wir uns einmal nach oben. Ne, auf die gleiche Höhe, wie wir jetzt unsere Eichending haben. Und dann geht es wieder nach unten. Und jetzt geht's los. Wir machen auf beiden Seiten Unterschiede. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal hier vorne, auf der linken Seite fangen wir einfach mal an. Hier unten lassen wir das so. Dann zack, wieder einsetzen. Immer einmal einen Block Abstand lassen. Immer wieder dann so hoch. So, immer wieder weiter höher. Und dann hört es hier oben so auf. Auf der anderen Seite geht es jetzt genau andersrum. Und zwar, da wo wir jetzt hier freigelassen haben, machen wir da jetzt was hin, ne? Immer wieder zack, 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 zack. So, immer wieder höher. So, super. Und das, was wir jetzt freigelassen haben auf beiden Seiten, das füllen wir jetzt aus mit einfach Eichenbretter. Einfach dann hier die Lücken immer zumachen. So. Ich glaube, da gibt es auch eine schnellere Methode. Und zwar, wenn ihr fliegen könnt, ne, fangt einfach unten hier so an. Stellt euch richtig dicht dran. Hier dicht dran stellen, ne, so richtig ran. Dann guckt ihr nach unten und dann... wartet mal. Müsst ihr so gedrückt halten. Eine Bautaste gedrückt halten und dann könnt ihr einfach hochfliegen und dann zieht er das zu. Ups, eigentlich funktioniert das immer. Ja. So, seht ihr? Geht ganz einfach, doch am schnellsten. So, wenn wir das hier haben, geht es erstmal auf die rechte Seite und da achten wir jetzt drauf, dass es unterschiedlich ist. Obwohl, nee, es muss es muss immer so gleich sein. Also so wie wir da gemacht haben, müssen wir jetzt hier machen. Das heißt, auf dieser Seite hat mir das SMS, wenn wir hier die Spitze ziehen, das habe ich schon vorbereitet. Dann geht es jetzt hier los. Also jetzt, da hatten wir jetzt, sag ich mal, auf der rechten Seite unten. Das heißt, hier machen wir auch wieder rechts. Und auf der linken Seite halt hier unten freilassen. Ne? So, das machen wir dann auch hier wieder. Immer wieder dazwischen einen freilassen. So. Mal wieder hoch. So. Natürlich wieder einen Geschwindigkeitstrank trinken. Super. Auf der anderen Seite können wir eigentlich oben schon anfangen. Das heißt dann immer, ne, da wo wir hier freigelassen haben, setzen wir da dann was hin. So. Super. Und das, was wir freigelassen haben, einfach mit Eichenbrettern dann wieder ausfüllen. Ne, wir wissen ja, wie es schneller geht. Ne, das machen wir auch mal lieber. Ne, hier schön dicht dran stellen. Unten gucken, da wo man platzieren kann. Und dann geht es einfach so nach oben. So. Dann fliegen wir wieder runter und machen die gleiche Technik wieder. Ne, schön dicht dran stellen, nach unten gucken und dann einfach nach oben fliegen. Und super, dann haben wir alles hier ausgefüllt und jetzt geht's nach hinten. So, natürlich jetzt erstmal hier wieder die Spitze hochziehen, ne, auf die gleiche Höhe, wie wir das jetzt hier überall haben, 42 Blöcke. Und dann geht es jetzt hier wieder weiter, also das heißt auf der rechten Seite unten einmal lassen, auf der linken Seite, zack, können wir uns das schon so markieren, ne, dass wir unten hier einmal frei haben. So, dann setzen wir uns das wieder so hin, ne, dass wir das hier immer wieder einen Abstand haben. So. Und auf der anderen Seite, zack, ihr wisst, da wo wir die da freigelassen haben, setzen wir auf der anderen Seite was hin.
Super. Wenn wir das haben, ihr wisst, wieder Eichbretter nehmen und das Ganze hier erstmal ausfüllen. Ne, schön dicht dran stellen, so nach unten gucken, wo man platzieren kann und dann einfach nach oben fliegen. So, andere Seite genau das gleiche Spiel. Blub. Sind wir wieder unten, das heißt hier einfach wieder platzieren und dann das Ganze wieder nach oben ziehen. Sehr schön. Dann haben wir die Seite jetzt auch fertig. Das heißt, wir fliegen auf unsere letzte Seite. Hier natürlich wieder den weißen Ton bis ganz nach oben ziehen, ne? An unserer Spitze. Und unten war es ja, auf der rechten Seite fangen wir unten an, auf der linken Seite, zack, eine höher, ne? So, das Ganze dann hier wieder hochziehen. So. Super, auf der anderen Seite fangen wir gleich oben an. Das Ganze dann hier wieder runtersetzen. So, wenn wir das dann runtergesetzt haben, nehmen wir einfach wieder unsere Eichenbretter. Ihr wisst, wie es geht, ne? Schön dicht dran stellen, nach unten gucken und dann nach oben fliegen. So, haben wir es auf der einen Seite, machen wir es noch auf der anderen Seite. So, einfach dann hier wieder schön ranstellen, nach unten gucken, ne? Und dann geht es dann wieder nach oben. So, super, dann sind wir damit auch fertig. Das heißt, jetzt geht es weiter und zwar machen wir uns jetzt erstmal den Eingang, würde ich sagen. Ne? Bevor wir die Fenster machen, machen wir uns erstmal den Eingang. Das heißt, wir gehen jetzt auf eine Seite, wo wir die, sage ich mal, 8 Dinger nach oben gezogen haben. Ne? Auf die breite Seite. Gehen da zur Mitte. Die Mitte wäre da. Geschwindigkeitstrunk. Trunk trinken wir noch. So, die Mitte wäre hier. Können wir uns ja mal kurz markieren. Ne? Dass wir jetzt hier noch so 1, 2, 3 Lücken da haben und dann hier 1, 2, 3 Lücken da, dann haben wir hier unsere Mitte. So, in der Mitte hauen wir einfach hier eine Höhe von 4 Blöcke. Ne? Das Ganze dann nochmal 2 auf jede Seite. So. Ja, die Mitte haben wir hier. Und dann würde ich sagen, das Ganze noch einmal. So, dass wir von der Mitte aus auf jeder Seite 3 haben. Jetzt nehmen wir unsere dunklen Eichenbretter und setzen jeweils an den Seiten die Blöcke hin, ne? So. Danach ist das so eine Geschmackssache, sag ich mal. Ich mache jetzt oben einfach mal zu. Dann haben wir eine Höhe von 3, ne? Den Boden, den könnt ihr euch dann später noch selbst ändern. Ich mache jetzt einfach mal Eichenbretter hin, ne? Danach nehmen wir einfach unser grünes Buntglas. Können das Ganze jetzt ausfüllen, ne? Das soll dann hier unsere Tür werden. Glas zu platzieren, also diese Glasscheiben, ist echt immer eine knifflige Aufgabe, finde ich. So, super, jetzt haben wir das fertig. Das heißt, die Mitte schlagen wir weg. Und dann hier einfach zack, 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 so nach vorne ziehen. Und dann macht ihr euch einfach mit den Dschungelzaun oder auch den anderen Zaun eure Griffe ran. So, dann haben wir eine Dreier-Tür. Ich finde die noch ein bisschen zu klein. Aber das ist dann jetzt Geschmackssache. Ansonsten macht euch das Ganze nochmal eins höher. Ne? Das ist dann einfach nur Geschmackssache. So, natürlich müsst ihr dann hier das auch nochmal wegschlagen. Ne? Da macht ihr dann wieder gerne Buntglasscheiben hin. So, ziehen wir auch wieder nach vorne. Machen wir das und das weg. Und dann machen wir einfach einen größeren Griff. Dann ist das unsere Eingangstür. Also ich finde die besser. Aber es ist dann immer so Geschmackssache, ob man jetzt solche großen Eingangstüren mag oder nicht. Das ist dann immer Geschmackssache. So, wenn wir das haben, geht es jetzt erstmal los mit unseren Fenstern. Und zwar sind unsere Fenster 3 hoch und 3 breit. Oder 4 hoch? Warte, ich muss mal kurz luschern bei unserem Vorbau. Ich glaube 4 waren das, oder? Ja, 4 Blöcke hoch, genau. So, das heißt, wir fangen jetzt einfach mal auf irgendeiner Seite an. Ich würde jetzt einfach mal hier vorne anfangen. Das heißt, wir fangen jetzt so, ja, halt an, ne? Und fangen jetzt einfach an zu zählen. 1, 2, 3, 4. Und beim fünften setzen wir einmal was. Natürlich dann zweimal. Ne? Und dann wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Beim fünften nur einsetzen. Sechsten.
auch wieder einsetzen, ne? Und dann geht es wieder von neuem los und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5. Immer ein bisschen schwer zu sehen, ne? Also die Fenster sind 4 hoch und 3 breit halt. Ne, das machen wir ganze 6 Mal, ne? Also dann hier wieder einmal 1, 2, 3, 4, 5. Ne, beim 5. Mal einsetzen. Ich glaube, jetzt habe ich mich verguckt, ja. Die sind immer 4 hoch, ne? Da müsst ihr gucken, ob die dann auch 4 Blöcke hoch sind. 1, 2, 3, 4, 5. So, das machen wir einfach mal bis ganz nach oben. 1, 2, 3, 4, 5. Super, und dann hier, zack, haben wir oben am Ende ein Spire. Und dann müssten wir hier, ja, fertig sein. So, diese Fenster, die machen wir überall. Einmal auf der Seite. Einmal auf der Seite. Die haben alle die gleiche Größe. Und einmal, bitteschön, auf der hinteren Seite. Und dann noch einmal, natürlich auf dieser Seite. Da macht sich jetzt gut, dass ich das Ganze schon mal einmal vorgebaut habe. Ne? Ihr seht, wie es dann halt am Ende fertig aussieht. Ne, halt überall diese Fenster machen. Ne? So. Hier ist noch ein kleiner Tipp, und zwar jetzt über unseren Eingang. Wir hatten uns ja einen Eingang gemacht. Ne? Und da machen wir jetzt einfach ganz einfach. Wir gucken einfach mal, wir machen uns einfach erstmal hier ein Fenster. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, beim 5. ersetzen. Ne, den 6. auch nochmal. So, und dann geht es ja hier das erste Fenster los, theoretisch. Ne? 4er Höhe. Ja. So, ich ziehe das jetzt nicht hoch, weil das ist, dauert ewig. Und von daher, das kann ja jeder nachhinein noch machen. Habe ich jetzt hier 5 oder jetzt? Nächste 4 hoch. Gut, dann haben wir das erste Fenster hier. Das erste Fenster über unseren Eingang, das machen wir zu. Hier existiert kein Fenster, also das ist hier weg. Ne? Halt überall anders machen wir die Fenster hin auf den Seiten und alles. Nur über unseren Eingang ist das erste Fenster nicht da. Jo, dann würde ich mal sagen, erstmal Fenster reinziehen. Ich mache das im Nachhinein, ne? Ich meinte nur und so. Ne? So, danach geht es dann los und zwar nehmt ihr dann bitteschön graue Wolle. So, ich trinke nochmal einen Geschwindigkeitstrank. Ihr nehmt graue Wolle, setzt sie jetzt einfach mal hier oben drauf und zieht damit eine Decke. Die macht ihr überall lang, ne? Ich habe das schon vorbereitet. So, einfach mal komplett dann das ganze Dach damit ausfüllen. Ne, einfach hier oben drauf platzieren. So, ziehen wir auch nochmal komplett hier, sag ich mal, ringsrum. So, das schöne Dach aufsetzen. Super, dann würde ich sagen, komplett alles ausfüllen, ne? So, das haben wir jetzt. Danach kommt dann der zweite Schritt und zwar am Dach machen wir noch eine Kante ran. Dann nehmen wir jetzt einfach mal unsere dunkle Eichenholztreppe, platzieren die umgedreht jetzt an unsere graue Wolle ran. Die ziehen wir komplett überall ringsrum, ne? Hier komplett überall an der grauen Wolle rumsetzen, ne? Und auf unseren Treppen, die wir umgedreht haben, platzieren wir jeweils nochmal Stufen. Das machen wir auch komplett einmal ringsrum um das ganze Gebäude. Und dann sind wir auch erstmal für die erste Folge fertig. Das heißt erstmal viel, viel Arbeit. Und zwar macht euch erstmal die Fenster. Natürlich könnt ihr denn die Fenster auch gleich beziehen mit Glas. Ne? Das heißt einfach gerne Buntglasscheiben oder Blöcke, wie ihr das möchtet, könnt ihr dann hier einfach mal reinsetzen. Wer die Farbe nicht so mag, der kann auch gerne ein hellblaues nehmen. Unterscheidet sich nur ein bisschen, aber das ist ja nur mal so eine Geschmackssache. Ja, das heißt dann erstmal Aufgaben. Fenster reinmachen, Decke ziehen und an den Seiten oben erstmal mit umgedrehten Treppen und darauf die Stufen. Das ist erstmal so eine große Aufgabe. Und würde ich mal sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Dann sollte das Ganze erstmal so aussehen. Genau. Jo, das machen wir erstmal und dann würde ich sagen, stellen wir uns Safety hin. Und dann, ja, war es das auch erstmal wieder von meiner Seite aus. Schaltet ein zum nächsten Video und haut's rein. Und, tschüss.